Ihr Lieben, herzlich willkommen direkt am Wasser. Ich bin unterwegs auf einer Karpfentour und habe diesmal dabei ein Boot aus dem Hause Zepter, und zwar aus der Spezialserie in 3,20 Meter. Diese Spezialserie gibt es außerdem auch noch mit Längen von 2,90 Meter und mit 2,60 Meter und hat eine Innenbreite grundsätzlich von 68 cm. Die Spezialserie zeichnet sich dadurch aus, dass sie in einer Leichtbauweise konstruiert wurde. Das 0,7 mm starke Mirasolgewebe ist dadurch relativ leicht. Das heißt, ihr könnt alle Boote auch noch alleine handeln. Auch das große mit 3,20 Meter kann man immer noch alleine gut bewegen und tragen. Der Boden unten drunter, das ist ein besonderes Schmankerl, hat eine Stärke von 2 x 0,7 mm, also 1,4 mm. Und gerade an solchen Gewässern, wo ich jetzt hier unterwegs bin, wir haben hier Steine, wir haben hier Kies, Geröll am Ufer liegen, die teilweise auch scharfkantig sind, man sieht es hier ganz gut. Da macht es einfach Sinn, einen doppelt verstärkten Boden zu haben, damit sich der Boden auch ganz sicher nicht durchscheuert. Auch der Heckspiegel ist etwas dünner ausgelegt, wie bei anderen Booten aus dem Hause Zepter. Dadurch wird das Boot halt leicht. Dennoch habt ihr die Möglichkeit, neben einem normalen E-Motor auch benzinbetriebene Außenbordmotoren zu verwenden. Bei dem 3,20 Meter Modell könnt ihr Motoren bis 12 PS verwenden. Ich habe jetzt hier ein Mercury Forstwork mit 9,9 PS drauf, komme damit spielend in Gleitfahrt bis über 30 Stundenkilometer. Und bei dem 2,60 Meter großen Modell könnt ihr Motoren bis 6 PS verwenden und auch damit kommt ihr spielend in Gleitfahrt. An dem Boot, ihr seht es schon, sind überall so Ringe dran, das sind sogenannte D-Ringe. Damit könnt ihr beispielsweise euer Gerät, euer Angelgerät sichern, wenn ihr das Boot mal höher gepackt habt. Es kommt ein bisschen Wind auf, ein bisschen Welle, dann könnt ihr damit euer Gerät sichern. Ihr habt vorne eine ganz robuste, massive Öse, wo ihr ein Seil reinknoten könnt, was schon im Lieferumfang enthalten ist, und könnt damit euer Boot beispielsweise an einem Steg oder Fender befestigen. Lieferumfang ist ein gutes Stichwort. Was ist eigentlich im Lieferumfang noch vorhanden? Natürlich Paddel. Auf diesem Boot habe ich jetzt silberne Paddel. Ab sofort ist es allerdings so, dass alle Boote aus dem Hause Zepter mit schwarzen Paddeln geliefert werden, die nicht mehr so blinken und blitzern. Außerdem bekommt ihr eine Doppelhubpumpe mit Manometer. Es ist dabei noch eine Tasche. Das heißt, ihr könnt euer Boot, nachdem ihr es benutzt habt, immer wieder gut auch verpacken. Zum Sicherheitsaspekt, alle Boote sind ausgestattet mit 3 Luftkammern aus der Spezialserie. Das bedeutet, wenn während der Fahrt tatsächlich mal eine Luftkammer undicht würde, sind die Boote immer noch unsinkbar. Der Boden, das ist ein Luftdruckboden, hat eine Luftkammer. Die Spezialserie gibt es auch nur mit Luftdruckböden. Und außerdem habt ihr einen Kiel mit einem Ventil. Der Kiel ist ganz wichtig, wenn ihr wieder benzinbetriebene Motoren verwendet und Kurven fahrt, damit ihr gut manövrieren könnt und rutscht nicht auf dem Wasser zur Seite. Außerdem gibt es, und das ist ganz wichtig, gerade ich bin jetzt hier in Südfrankreich, wenn es warm ist, ein Überdruckventil. Das bedeutet, der Schlauch kann nicht platzen, wenn sich die Luft da drin bei Wärme ausdehnt, sondern würde über das Überdruckventil dann entweichen. Die Spezialserie ist sind die Boote, die ich auf meinen Touren ganz oft dabei habe, einfach weil sie so leicht sind, weil ich sie gut handeln kann, weil sie solide verbaut sind und weil ich damit einfach auch relativ viel Gerät und Tackle in mein Boot bekomme beim 3,20 Meter Großmodell und bin damit super mobil aufgestellt und sicherlich eines meiner absoluten Lieblingsboote aus dem Hause Zepter. Wenn ihr mehr Infos haben möchtet, schaut doch mal vorbei auf der Homepage von Zepter. Die findet ihr unter www.zepter.de. Viel Erfolg am Wasser, bis bald, alles Gute, euer Robin Illner.